Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich melde mich zurück mit einem ganz, ganz leckeren Rezept für euch. Denn heute zeige ich euch, wie wir einen ganz leckeren und fluffigen Kaiserschmarrn ganz einfach aus unserem James herbekommen. Schon mal vorab. Ich bereite das Rezept heute einfach mit meiner KitchenAid zu. Ihr könnt aber natürlich auch ein ganz normales Handrührgerät benutzen. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Wir benötigen einmal 6 Eier, die schon mal getrennt, Größe M, ganz wichtig. Einmal ein Eigelb, Eiweiß. Dann benötigen wir noch eine Prise Salz, 120 Gramm Puderzucker. Außerdem noch 320 Gramm Milch, 200 Gramm Mehl. Das habe ich jetzt hier unterteilt in 100 Gramm Weizenmehl Typ 405 und 100 Gramm Dinkel Typ 630. Man kann aber auch nur Weizen benutzen. Dann benötigen wir noch eine Handvoll Rosinen und Backtrennmittel zum Einfetten der Form. Bevor wir jetzt nun mit unserem Teig starten, habe ich jetzt schon mal den Backofen eingestellt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Der kann dann schon mal vorheizen. Und ich pinsel schon mal den James mit Backtrennmittel ein. Das ist einfach nur zur Sicherheit. Backtrennmittel besteht einfach aus Fett und Mehl schon gemischt. Und wenn ihr euch da ein Rezept wünscht, könnt ihr mir das gerne schreiben. Den pinsel ich schon mal ein. Wer das nicht hat, kann einfach Öl oder Butter benutzen und einfach ein bisschen Mehl drauf geben. Ich mache das hier übrigens am liebsten mit unserem Silikonpinsel, weil der nämlich hier miteinander verbunden ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt ja auch Pinsel, da ist das nur reingesteckt und die fallen immer raus. Da ärgere ich mich immer. Also der ist wirklich super. Als erstes schlagen wir jetzt das Eiweiß mit einer Prise Salz in der Küchenmaschine steif. Ganz wichtig ist, dass alles fettfrei ist, denn sonst wird das Eiweiß auch nicht steif. Jetzt geben wir einfach nur alle restlichen Zutaten in die Schüssel und verquillen das Ganze. Wenn die Eiermasse dann schön klümpchenfrei ist, dann heben wir einfach nur vorsichtig den Eischnitt runter und geben es dann direkt auf unseren gefetteten James. Jetzt verteilen wir einfach nur so eine Handvoll Rosinen oder so viel wie ihr mögt drauf. Wer das nicht mag, kann das einfach weglassen. Und dann wartet das Ganze für etwa 20 Minuten in den Backofen. Einfach so, dass es goldbraun ist. Das variiert natürlich von Backofen zu Backofen. Wenn ihr das jetzt hier riechen könntet, dann würdet ihr das bestimmt sofort nachmachen. Die Mia freut sich auch schon. Dann nehmt ihr euch am besten 2 Gabeln zur Hand und dann zerpflückt ihr das Ganze. Und das ist nämlich das Tolle jetzt am Ofenzauberer, dass ihr einfach hier drauf kratzen könnt. Und wenn ihr das nämlich sonst in der Pfanne macht, dann müsst ihr natürlich aufpassen, dass man, wenn man das zerpflückt, nicht auf die Beschichtung kommt. Aber hier im James ist es, wie gesagt, gar kein Problem. Also einfach zerpflücken, servieren und genießen. Ich hoffe, ihr konntet sehen, wie fluffig das Ganze ist. Man sieht es ja auch hier. Schmeckt super lecker. Es ist jetzt leider noch ein bisschen zu heiß, sonst würde ich das gerne für euch probieren, aber es schmeckt wirklich fantastisch. Wir geben jetzt einfach noch ein bisschen Puderzucker drauf, ein bisschen frisches Obst. Ihr könnt natürlich auch Apfelmus und Vanillesoße dazu servieren. Das schmeckt bestimmt auch super. Das Rezept schreibe ich euch wie immer auf meinem Blog und verlinke ich euch. Wenn ihr den Ofenzauberer braucht oder irgendwas anderes, dann verlinke ich euch meinen Shop. Da könnt ihr gerne gucken. Und wenn ihr sagt, oh, das ist mir zu teuer, ich möchte lieber Gastgeber sein und mir das Ganze bestellen und Halbpreisprodukte sichern, dann meldet euch bei mir, dann können wir gerne eine Show planen. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video und bis dann. Tschüss!